Dann will ich noch was sagen zu den deutschen Waffenexporten. Deutschland ist momentan, also Stand 2018, der viertgrößte Waffenexporteur nach USA, Russland, Frankreich, kommt Deutschland. Um Waffen zu exportieren, bedarf es immer Exportgenehmigungen der Bundesregierung. Dieses Verfahren ist extrem intransparent. Also Parlament und Öffentlichkeit sind dort ausgeschlossen. Da ist so ein Bundessicherheitsrat ist dafür zuständig, wo eben das Bundeswirtschaftsministerium drin sitzt, das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium und die dann eben entscheiden, welches Kriegsgerät exportiert werden darf an Drittstaaten. Einer der wichtigsten Käufer von deutschen Rüstungsgütern ist Saudi-Arabien. Dort wurden 2017 Kriegswaffen im Wert von über 110 Millionen Euro nach Saudi-Arabien ausgeführt. Und das ist seit Jahren schon so. Also in den vergangenen 5 Jahren war Saudi-Arabien immer in den Top 10 der Länder, die deutsche Rüstungsexporte erhalten. Und es ist ja so, dass nach dem Mord an dem Journalisten Khashoggi die Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien gestoppt worden sind. Und dieser Lieferstopp gilt auch jetzt noch bis September 2019. Allerdings ist der sehr nicht besonders konsequent. Also es hat jetzt auch schon der Bundessicherheitsrat wieder Lieferungen an Saudi-Arabien genehmigt, wenn es sich um Güter handelt, die nicht nur aus Deutschland, sondern in Kooperation mit einem anderen EU-Land produziert werden. Also eine Firma aus Ulm hat Technologie für Satteltieflader-Fertigung konnte sie nach Saudi-Arabien ausliefern, weil das zusammen mit Frankreich hergestellt wird. Ich will kurz auf den Krieg gegen den Jemen eingehen, der ja vor allem von Saudi-Arabien geführt wird. Seit März 2015 ist es eben Saudi-Arabien zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Staaten wird der Krieg geführt gegen den Jemen. Und dort wurde eben 2015 dann angefangen, Ziele zu bombardieren, vor allem in dem Bereich vom Jemen, wo die Houthi-Milizen stark sind. Die Vereinten Nationen sprechen bezogen auf die Situation im Jemen von der größten humanitären Katastrophe weltweit. Es sind dort 14 Millionen Menschen vom Hunger bedroht, 400.000 Kinder sind lebensbedrohlich mangelernährt und 22 Millionen Menschen im Jemen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es gibt von einer britischen NGO, die heißt Armed Conflict Location and Event Data Project, die Zahlen, dass im Jemenkrieg bereits mehr als 91.000 Menschen getötet worden sind. Der Jemen wird täglich bombardiert und 30% dieser Luftangriffe gelten zivilen Zielen. Diese Koalition mit Saudi-Arabien an der Spitze verfolgt eben das Ziel, dort lebensnotwendige Infrastruktur im Jemen zu zerstören. Es werden Märkte bombardiert, landwirtschaftliche Felder und das ist eben auch der Grund, warum es so eine krasse humanitäre Krise im Jemen gibt und ein Großteil der Bevölkerung auf Nahrungshilfe angewiesen ist. Die weiteren Staaten dieser Militärallianz sind Ägypten, Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Marokko, Senegal. Und wie gesagt, die Vereinigten Arabischen Emirate und all diese Staaten bekommen deutsche Rüstungsgüter.